Hallo und herzlich willkommen. Hey, die erste deutsche Vapor-Trends-Show. Ich fasse es nicht. Ich heiße alle herzlich willkommen. Ich finde es toll, dass ihr da seid. Ich bin nicht alleine. Ich will erstmal unsere Runde hier vorstellen. Also, ich bin der Marc, aber ich bin nicht alleine. Wir sind noch da bei uns hier Backstage. Hallo, Thomas? hier bin ich, Thomas. Und wir haben einen Gast, Zillertron. Zillertron aus dem ERF. Und ich würde sagen, wir stellen uns einfach erstmal kurz vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Genau. Also, ich sag's nochmal ganz schnell, ich bin Marc, ich bin 48 Jahre alt, habe zig Jahre geraucht und bin seit über einem Jahr glücklicher Dampfer und will das auch gerne bleiben. So, Thomas, sag du mal ein paar Ja, Worte. mir geht's genauso. Ich dampfe auch seit fast anderthalb Jahren mittlerweile und möchte eigentlich nicht, dass sich da irgendwas dran ändert. Norbert, sag ein paar Ja. Worte zu deiner Person. Ja, ich bin Zillertron, dampfe jetzt auch schon seit über anderthalb Jahren und will nicht wieder zurückgezwungen werden von der Politik. Bin jetzt auch so über 50. Dann haben wir alle die gleichen Ziele, oder? Ja, denke ich mir doch auch, ja. Nicht nur wir, auch alle im Chat werden wohl die gleichen Intentionen haben, weiter dampfen zu wollen, so wie wir es momentan machen. Ja. Und dann begrüße ich doch auch gleich mal unsere ganzen Chat-Gäste, die wir haben. Über 100 Viewers. Super. Vielen Dank Gut. fürs Reinschauen. Ja. Wir wollen euch erstmal ganz kurz eine Übersicht geben, was heute in der ersten Show geplant ist. Ich glaube, irgendwas wird schief gehen. Das liegt so gerade bei uns alle im Blut. Wir werden mal sehen, dass wir das möglichst gut über die Bühne kriegen heute beim ersten Mal. Nach der kurzen Vorstellrunde wollen wir erstmal ganz kurz sagen, wie es überhaupt zu dieser deutschen Ausgabe gekommen ist. Ganz kurz. Wollen auch gleich am Anfang heute Abend auf das deutschsprachige Forum von der Vapor Trails Seite hinweisen. Und das Hauptthema eigentlich heute ist der Änderungsvorschlag von der Tabakproduktrichtlinie. Wir sagen da gleich ein bisschen mehr zu. Die Nummer 1250, wenn einem das schon was sagt. Darauf wollen wir heute erstmal hauptsächlich eingehen. Und wir sind froh, Thomas und ich, dass wir den Norbert alias Zillertron aus dem ERF-Forum dabei haben, weil wer das ERF-Forum ein bisschen liest und den Namen Zillertron da gefunden hat, der weiß, wer er ist oder der weiß, dass er verdammt viel geschrieben hat dort. Ja. Ich versuche mal jetzt den Bildschirm frei zu machen, weil ich möchte ganz kurz einen Ausschnitt zeigen aus einer Vapor Trails-Sendung aus VT Talk und zwar vom 15.05. nur 2, 3 Minuten, da wo Dave Dorn die Idee geäußert hat, die Sendung einfach auch für andere Sprachen zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt. Wir haben das so oft geprobt. Wenn das jetzt schief geht, dann geht das schief. Also, ich versuche das einfach mal. Also, ich share mal hier meinen Desktop und hoffe, das geht gut. Die Qualität ist vielleicht nicht die beste, es kommt hauptsächlich auf den Ton an. The French people all that well, and I'm sure you know we could get German advocates for issues. Ja, das sind die Live-Geschichten. Ich hatte das schon so oft vorgespult. Pass auf, jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen spulen. Goals to be anti-e-cigs, and it So, geographically das from müsste that. es sein. Yes, it's very very wise to keep it at that. Think so. What we're talking about here, though, really is European, not so much UK, but mainland Europe outfits that are based over there, really. And it got me to thinking over the last 2 or 3 days. We've had Jacques Le Huzek from France on BT Talk, as you know. And that was all cool, but all done in English. And I'm not sure
that that would serve the French people all that well. And I'm sure, you know, we could get German advocates for e-cigs that have all of the right background and letters after their name and all the rest. But again, it would be in English because I'm English. And what I'm minded to do, and I'm just going to throw it out there and see whether anybody thinks it's a good idea. We've got a little bit of bandwidth that we can use for this, and it occurs to me that if I could drive a show from here and Skype in three or four people from, say, let's do a show in German with a German presenter, German host, whoever, with whoever it is they need to get there to be able to discuss what they need to discuss to get to the likes of Karl-Heinz Florence and Peter Lacy and what have you. We could do that. We could host that. I wouldn't be on it. We could do it at 7 o'clock on a Wednesday, leave an hour to get everything back together for the English show. If people think that's a good idea, I don't know. I'm just going to throw it out there to see what folks think. We could do that with the Germans. We could do it with the Italians. We've got to talk about Italy before the night's finished. We've got to talk about the Italians. We could do it. You know, we've got plenty of time because this is not like, this is only a skirmish. Not a skirmish. What is it? We've moved two pawns, basically, and we've got a bishop under pressure, and we've got, you know, the king might be in check. But this is by no means the end of the game. We've got a long, long road to go. I don't know. I mean, Daz, what's Chad saying? Are they coming? Ja, das sollte erstmal an der Stelle reichen. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen verstehen und auch sehen. Was sagt der Chat dazu? Ging das einigermaßen? Ich habe keine Kontrolle gerade. Thomas? Ich war gerade mit dem Chat beschäftigt. Kannst du gerade nochmal deine Frage wiederholen, bitte? Ich frage mal bitte an alle Leute, konnte man das gerade verstehen? Ja, im Chat kommt gerade eben Rückmeldung, man konnte es verstehen, war okay, etc. Danke. Ja. Okay, danke. Die Frage ist, ob es auch sinngemäß verstanden worden ist. Ich weiß nicht, ob alle Viewer, ob alle Zuschauer auch das Englisch mächtig sind. Deswegen wäre es ganz nett, wenn du ganz kurz mal eine Zusammenfassung in Deutsch von dem Video machen könntest. Ja, ja. Also, ich kann das jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, aber wir Dampfer haben es nicht einfach. In Deutschland angefangen, NRW, Nichtraucherschutzgesetz in Bayern. Als hätten wir in Deutschland nicht schon genug zu tun, aber wer den 19. Dezember letzten Jahres mitverfolgt hat, da wo die Tabakproduktrichtlinie von der EU rausgekommen ist, der hat das mitverfolgt, dass auch auf, ich sage jetzt mal höherer Ebene, in der ganzen EU, da eine Regulierung angedacht ist. Und das, was jetzt, so wie wir im Moment alle dampfen und das Liquid genießen und das Nichtrauchen vielleicht auch genießen, droht es von der EU her, dass da die Regulierung, naja, uns böse reinspielen kann, dass wir eben nicht mehr so frei dampfen können. Und die Idee von Dave ist aber die gewesen, mein Gott, die reden da so viel drüber und wie ich finde, sehr gut und sehr professionell. Warum machen wir das denn nur im englischsprachigen Raum? Das ist eine Sache, die von der EU kommt und auch alle EU-Länder betreffen. Ja. Und seine Idee war einfach, die Sprachgrenzen zu sprengen und einfach in seiner Sendung auch andere europäische Sprachen einzuladen. Und diese Einladung sind wir einfach gefolgt, Thomas und ich. Ja, so ist das, so ist diese Sendung hier, die deutschsprachige Sendung, entstanden. Ja. Genau, Dave hatte einfach die Frage in den Raum gestellt, wer denn Zeit oder Lust hätte, das Ganze mal international, also in anderen Sprachen, mitzumachen. Und da wir ja regelmäßige Gäste in der WTTV-Sendung sind, hatten wir gedacht, warum machen wir das nicht einfach? Wenn sonst keiner da ist, einer muss es machen, einer muss die Leute aufklären. Und wir machen es ja auch gerne. Ja, genau. Also so ist es ganz kurz erstmal gesagt zu dieser deutschsprachigen Ausgabe gekommen. Wir müssen unheimlich auf die Zeit achten. Wir haben hier eine halbe Stunde, die geht verdammt schnell zu Ende. Ich versuche mal weiterzumachen, ja? Ja, klar. Wenn nicht im Chat irgendwas anderes gesagt wird, beziehungsweise was anderes gefragt wird. Ja. Ja. Wir wollen hier keinen Monolog machen, das ist klar. Also wer die Sendung kennt irgendwo und auch andere Sendungen, mein Gott, auf andere Kanäle, auf YouTube oder wo auch immer, ihr, die Gäste hier im Chat oder so, oder was heißt Gäste, wir sind ja auch Gäste hier,
ihr seid die wichtigsten Leute. Bitte nutzt das Chat, um, wenn ihr irgendwas fragen wollt oder Anregungen habt. Ja, das ist hier kein Vortrag oder sowas. Ja, sondern wir versuchen einfach, da an der Stelle, wo es um die EU-Politik geht, was uns da anbelangt, da einfach mitzureden. Und das über Sprachgrenzen hinaus. Das ist die Intention dieser Sendung. Wer von der EU-Tabakrichtlinie noch gar nichts gehört hat, da haben wir 2, 3 Videos, die wir kurz zeigen wollen, also jetzt nicht die Videos abspielen wollen, sondern ich teile nochmal kurz mein Screen hier, den Desktop. So, und ich hoffe, ich kann es schnell zeigen. Ich gehe mal hier auf das Forum. In dem Vapertrails-Forum, das sieht man auf der Vapertrails-Seite, haben wir netterweise eine deutsche Sektion, ne, wo auch natürlich Deutsch geschrieben werden kann und soll. Danke auch dafür erstmal. Ja. Da haben wir was reingeschrieben. Ich mache das mal auf hier, Linkliste zur ersten Sendung. Diese drei, also steht einfach nur platt drin. Ne? So, diese drei Videos, das sind so Einstiegsvideos zu dem Thema. 2 sind von Feelgood. Und eins ist auch von der IGED, von der Interessengemeinschaft der E-Dampfer, die zu dem Thema der Tabakrichtlinie einfach einleiten. Wer davon also keine Ahnung hat, das könnte vielleicht ein Einstieg sein, um da erstmal reinzuriegen, was geht denn das da eigentlich? Hier sind auch noch wichtige andere Links drin, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Ja? Gut, wie sieht die Zeit aus? Was sagt der Chat? Ich gebe mal wieder zurück. Ja, ich versuche das hier mal irgendwie wieder. Ja, der Chat freut sich. Viele Begrüßungen und so weiter. Generelle Fragen sind noch nicht aufgetaucht. Wenn, das ist ja auch eins unserer Ziele, der Chat Fragen hat, versuchen wir sie hier während der Sendung zu beantworten. Ansonsten haben wir ja den Bereich im Forum. Wenn jemand eine Frage hat, einfach im Forum anmelden, dort posten und wir schauen, dass wir sie so schnell wie möglich und so gut wie möglich beantworten können. Ja, hauptsächlich natürlich aber auch hier während der Sendung. Vorschlag, die Zeit rennt wie Hulle. Wir haben Norbert als Special Guest heute Abend drin, der soll auch zu Wort kommen. Und wir steigen gleich direkt mal ein in das Thema dieser Tabakrichtlinie bzw. der Änderungsvorschläge zu dieser Tabakrichtlinie. Wir haben uns da einen Punkt rausgepickt, den möchten wir einfach mal durchgehen und die Meinung oder das Statement von Norbert auch da hören. Das machen wir sofort gleich, würde ich sagen. Thomas, Norbert? Ja. Ich denke, Zeit für den Break. Genau. Ja. Ich würde kurz vorschlagen, dass wir erst einen Break machen und das danach tun. So, das genau. Stichwort, was ich jetzt hier vorlesen muss, ja, it's time for a break. Und da sind wir wieder zurück, alles klar. Ganz kurz, also wir wollen einfach mal, diese Tabakrichtlinie ist mittlerweile in der EU so weit, dass es dazu einen Workshop gab. Die Parlamentarier haben sich schlau machen können, in Anführungszeichen. Und es gibt jetzt schon erste Änderungsvorschläge, erste Kommentare dazu. Und die ganzen Leute da aus der EU, die haben so viele Änderungsvorschläge gemacht, es sind 1300, schieß mich tot, also knapp 1400 Änderungsvorschläge, also eine Menge.
Was gut ist, zum einen, also wie sich herausgestellt hat, sind echt durchaus Leute da gewesen in der EU, die sich der Sache angenommen haben, die sich eingelesen haben, die Sachverstand bewiesen haben, die verstanden haben, worum es geht. Ja? Das ist freudig zu beobachten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es auch noch so hartnäckige Leute. Und da, wir fangen einfach mal an. Ich teile nochmal hier schnell meinen Bildschirm. Und wir gucken uns einfach mal einen Änderungsvorschlag an, wie der aussieht. Und da bitte ich dich, Norbert, dass du da einfach mal ein paar Sätze zu sagst. Und zwar haben diese Änderungsvorschläge Nummern. Und diese Nummer, die wir uns hier reinziehen, das ist die Nummer 1250. Ja, ist einfach so. Und hier sieht man auch zwei Bilder, von wem die kommen, diese Änderungsvorschläge. Es gibt also immer Autoren, also Leute, die das, ne, Autor von so einem Änderungsvorschlag. Und das ist einmal die Linda McEvans aus dem Vereinigten Königreich und der Karl-Heinz Florenz aus dem deutschen Bereich. So, und die machen einen folgenden Änderungsvorschlag. Eigentlich geht es hier um den Artikel 18, aber wir wollen das jetzt nicht so bürokratisch aufziehen. Die sagen, jo, wir schlagen folgendes vor, ne? Also wenn nikotinhaltige Erzeugnisse in den Umlauf gebracht werden sollen, dann entweder A, nach dieser komischen Richtlinie, dahinter steckt, eine Humanarzneimittelgeschichte. Kannst du das besser oder tiefer erklären, Norbert? Ja, ganz einfach. Wenn man behauptet, dass es irgendwas bewirkt, wenn man behauptet, dass es eine Medizin ist, dann muss man es auch als Medizin zulassen. Mhm. Wenn man es nicht behauptet, eben nicht. Mhm. Bei den Nikotinpflastern behaupten sie, das hilft gegens Rauchen. Also wird's dann ist es Medizin und wird als solche zugelassen. Mhm. Gut, aber wir tun es ja sicherheitshalber nicht. Ja, dass es da als Arzneimittel da wieder gelten soll, passt da nun immer gar nicht rein. Also Fall A ist schon mal scheiße, auf Deutsch gesagt. So, und Fall B, also also entweder A oder B, und B heißt da so ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren. Das kann man nicht groß genug in Anführungszeichen schreiben. Das, was man hier sieht, ist einfach eine kurze Zusammenfassung. Ja? Jetzt gucken wir uns mal an, was das heißt. Also unter dem sogenannten vereinfachten Verfahren im doppelten und dreifachen Anführungszeichen steht da unter anderem Grundsätze und Leitlinien der guten Herstellerpraxis oder auch als Good Manufacturing Practice bekannt. Was heißt denn das jetzt? Das ist jetzt ein, das klingt schön, ist aber im Endeffekt der Kern der Medizinrichtlinie. Das heißt, der ganze bürokratische Aufwand, der mit Herstellung und so weiter von Arzneimitteln verbunden ist, der kommt hier auch. Das Einzige, was entfällt, ist das Zulassungsverfahren. Ja. Und das ist schweineteuer. So, das heißt, die Leute, also die Händler, die im Moment uns mit Liquid beliefern, hätten die eine Chance? Nicht die geringste. Ne? Ein englisches Unternehmen, aufgekauft von BAT, hat so etwas als zugelassenes Arzneimittel durchgepeitscht. Und das hat sie erstmal, allein die ganze Zulassung hat sie 2 Millionen gekostet. Mhm. Und damit haben sie noch keinen Cent verdient. Okay, ich gucke mal auf die Zeit, Norbert, obwohl wir da bestimmt noch weiter drüber reden könnten. Ich gehe mal einfach auf die Seite. Da steht was zu Inhaltsstoffen, Mengen und Emissionen. Das klingt ja erstmal irgendwie nicht weiter schlimm, oder? Ja, aber die Emissionen, die kann man ja nur messen bei einem fertigen Gerät. Und wir haben ja kein fertiges Gerät. Oder wie will man Emissionen von einem reinen Liquid messen? Geht nicht. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was die mit Emissionen meinen. Das ist in dem Änderungsvorschlag auch nicht weiter erläutert. Entschuldigung, ja. Das wäre dann sowas wie eben, was kommt an Dampf raus? Was sind die Inhaltsstoffe vom Dampf? Okay, ja. Stichwort Passivrauchen oder Passivrauchen. Genau. Ja, ja, da gibt es ja auch schon genügend Material darüber. Nur das, weil ich bestreiten möchte oder bezweifeln möchte, dass es so etwas wie Passivdampf überhaupt gibt, weil so ein Passivrauch, abgesehen, egal, was auch schon diskussionswürdig ist, aber die ziehen sich halt an Sachen hoch, die zum Teil auch wirklich gar nicht existent sind und behaupten,
Wir stellen irgendwelche Forderungen auf, die gar nicht realisierbar sind. Gut, wir haben ein bisschen Zeitdruck, sorry. Risikomanagementplan, Monitoring der Nebenwirkung. Klingt ja auch erstmal gut, aber was fällt dir dazu ein, Norbert? Ja, da muss man den ganzen bürokratischen Aufwand dafür erstmal einrichten, und zwar jeder einzelne Hersteller. Mhm. Und da nicht genau definiert ist, wie welcher Aufwand getrieben werden muss, kann das auch ganz schön ins Geld und Manpower gehen. Gibt es sowas eigentlich bei der Zigarette, was hier aufgeführt wird? Nee. Ja. Das heißt, hier wird ein Aufwand betrieben, der wesentlich größer ist als bei der normalen Tabakzigarette. Ist das richtig? In Größenordnung größer. Sogar mehr als für Arzneimittel. Mhm. Weil da gibt es eine staatliche Meldestelle, die dafür verantwortlich ist. Klingt erstmal gut, aber im Grunde genommen steckt da doch nicht das dahinter, was wir eigentlich wollen. So, ich nehme mal den nächsten Punkt. Nikotingehalt, Gebrauchsanleitung und Warnhinweise. Ich glaube, das lassen wir mal erstmal so stehen, wie es da gerade steht. Ja, ja, abgesehen davon, dass der Text irgendwas von der DIN A4-Seite ist, der da auf eine 10-Milliliter-Flasche drauf soll. Mhm. Mhm. Ja, das kann man dann über Packungsbeilagen vielleicht hinkriegen, aber ja. Aromastoffe sind nicht zugelassen. Ja, Prost Mahlzeit. Ja, also, der Killer. Ja, sorry, also wenn das wirklich so gemeint ist, wie es da steht, Liquid ohne Aromastoffe ist wie Mineralwasser ohne Wasser. Also geht gar nicht. Also was soll das? Sorry. Das ist dann PG oder VG ohne alles, außer Nikotin eventuell. Ja. Und das dann halt auch nur in Dosen, die ja keinen Dampf dazu irgendwie zum Dampfen weiterhelfen, beim Dampfumsteigen weiterhelfen oder sonst wie nützlich sind. Das ist absolut das Killer-Argument auch aus meiner Sicht, ja. Das geht nun mal gar nicht. Echt nicht. Nicht apothekenpflichtig, das klingt ja schon mal gut. Das war ja auch mal anders, ja, im Laufe der Diskussion. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Tube drücke, aber ich mache das. Das waren die Hauptpunkte und es gibt auch eine Begründung, die lese ich mal ganz schnell vor. Es liegen Belege vor, die darauf hindeuten, dass E-Zigaretten Strategien zur Schadensbegrenzung unterstützen können. Das ist sehr höflich ausgedrückt, oder? Daher sollten sie im Hinblick auf den Ort, in dem sie verkauft werden und so weiter, stärker zum freien Wettbewerb mit Zigaretten zugelassen werden. Okay. Die Erzeugnisse müssen jedoch dennoch den angemessenen Sicherheits- und Qualitätsnormen genügen. Irgendwie kann man das bejahen, aber wenn die Sicherheits- und Qualitätsnormen nun so dramatisch übertrieben werden, dass das nur noch die Händler können, die das Geld dafür haben, ist das ein Griff ins Klo, sorry. Sprich die Tabakfirmen. Ja, genau das. So, zweiter Teil von der Begründung. In der Option eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens werden sowohl Elemente der, Achtung, Arzneimittelregulierung als auch Elemente der, Achtung, Tabakregulierung aufgegriffen. Weder Arzneimittel noch Tabak gehört hier rein. Das ist, Dampfen hat nichts mit Arznei zu tun und auch nicht mit Tabak. Also, angesichts des Fehlens von Daten, insbesondere zu langfristigen Nebenwirkungen, naja, was sollen Sie sonst sagen, bla bla bla, sollten wir umsichtig vorgehen. Es besteht die Notwendigkeit nach weiterer Überwachung. Die Regulierung nikotinhaltiger Erzeugnisse müsste in 5 Jahren überprüft werden. Naja. Also die Begründung, ich nehme mal wieder die Dinge raus. Die Begründung, kriege ich schon wieder einen Hals, sorry. Rege ich mich gerade ein bisschen drüber auf. Also das kann es irgendwie nicht sein. Nee, geht zu sehr oft, die bringen das Arzneimittelzeug da noch mit rein, als auch die Tabakperspektive, obwohl das wirklich damit gar nichts zu tun hat. Das ist ein sehr harter Änderungsvorschlag, finde ich, von den Inhalten, wenn man sie tief beleuchtet. Oberflächlich klingt es gut. Wenn ich das zum ersten Mal lese, denke ich, ja, was wollt ihr denn? Passt doch, aber geht nun mal gar nicht. Sag du mal was, Norbert, ich muss mal was drücken. Ja, das ist im Endeffekt ist das noch eine Verschärfung vom ursprünglichen Vorschlag. Mhm. Weil man hat das Einzige, was im Endeffekt weggefallen ist, ist die ein Teil des Zulassungsprozederes, aber ansonsten das volle Medizinprogramm.
Und zwar für alle. Und mal wieder nicht differenziert. Es steht überall nur E-Zigarette, aber nicht wofür jetzt genau. Ob nun für nur fürs Liquid oder nur für komplette Geräte. Dann würden zum Beispiel unsere, das was wir üblicherweise haben, nämlich Akkus und Verdampfer und Liquids, gar nicht mehr verkaufbar sein, weil sie erst gar nicht zugelassen würden. Sondern nur noch diese Einheitsdinger von den Tabakfirmen. Ich versuche mal nochmal gerade den Bogen zu kriegen. Es ist schwer, da zu folgen, was da gerade passiert in der EU. Also diese ganzen Änderungsvorschläge alle durchzulesen und zu verstehen. Das, was wir hier gezeigt haben, ist vielleicht ein Extremum. Es gibt auch andere. Also wir wollen es nicht zu schlecht reden, aber wir müssen da auch aufpassen. Verdammt, Ole. Das, was hier steht, der Änderungsvorschlag 1250, der geht nun mal gar nicht. Wir stehen da jetzt gerade und beobachten das irgendwo schon lange Zeit. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Ja, also müssen wir das so hinnehmen oder so, oder wie können wir uns da verhalten? Habt ihr da Ideen zu? Ich will hier keinen Monolog haben. Irgendwann müssen die Abgeordneten abstimmen über die ganzen Änderungsvorschläge. Und für diese Abstimmung müssen sie informiert sein, worüber sie abstimmen. Und die Leute, die sie im Moment informieren, nämlich die angeblichen Experten von der Kommission, erzählen ihnen einen Haufen Blödsinn. Das heißt, wir müssen die ganzen Abgeordneten mit richtigen Informationen versorgen. Ja. Weil es außer uns tut es niemand. Genau, also wichtig ist, die Leute, die abstimmen, dass man die anspricht, dass man denen sagt, hey, pass mal auf, so wie ihr das seht, oder gerade so diese 1250-Geschichte da, ne? Entweder haben sie kein richtiges Bild, oder es ist ganz klar, dass es hier nicht um die Gesundheit der EU-Bürger geht, sondern dass es hier ganz klar eine Regelung ist, die mehr die Interessen anderer Wirtschaftszweige, der Pharma- und der Tabakindustrie, verfolgen und nicht, dass es hier wirklich um uns geht und um alle ehemaligen Raucher und die Dampfer werden wollen oder es zukünftig werden tun. Scheiß Deutsch, wenn es. Ich glaube, mit Englischen wäre es einfacher. Nee, aber mehr ernsthaft, es ist viel zu ernst hier. Wichtig ist, dass man die Leute anschreibt, dass man denen zeigt, dass man sagt, ey, ich bin hier, ich bin einer von denen, der es vielleicht geschafft hat, wenn es bei euch so ist, so wie bei uns, der original nach 20 Jahren Rauchen von einem auf den anderen Tag mit dem Rauchen aufgehört hat, der eine Dampfe gefunden hat, mit dem er weiter dampfen kann. Unser Verhalten hat sich nicht geändert, aber der Weg, das Delivery, Nikotin-Delivery-Zeus, das hat sich geändert. Das ist das Gute daran. Das dürfen wir uns irgendwie nicht vergrollen lassen. Diese Regulierungen, so wie sie daherkommen, sind noch nicht entschieden. Und wichtig ist, dass wir eine Stimme haben, dass wir uns den Leuten gegenüber melden und sagen, ich bin hier, ich habe was zu sagen, und zwar das möchte ich weiterdampfen, so wie es im Moment verfügbar ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle zu diesen EU-Leuten hinschreiben, dass wir uns melden, per E-Mail, per Post, per Fax, wie auch immer. Und zwar einer möglichst breiten Masse und das möglichst schnell, weil der Entscheidungsprozess, der ist mitten im Gange. Und wenn wir Einfluss dort nehmen wollen, dann jetzt schnell, heftig und direkt. Ja. Und dazu, ich bin gerade ein bisschen in Rage, ey. Das war nicht geprobt oder nicht geplant. Dazu haben wir, jetzt möchte ich nochmal schnell den Bildschirm frei geben. Ganz schnell, weil wir jetzt auch schon am Ende der Sendung leider sind. Dazu haben wir im Forum auch einfach mal, wer es noch nicht kennt, an der Stelle hier unten einen Link hingesetzt, wo die E-Mail-Adressen der Parlamentarier drin stehen, wo ihr sie anschreiben könnt. Ja? Macht das, nutzt das. Wenn das Dampfen so frei bleiben soll, wie es derzeit ist, wenn nikotinhaltige Liquids weder als Arzneimittel noch als Tabakzigarette bemessen werden sollen, kurzum, wenn das Dampfen so bleiben soll, wie es derzeit ist,
dann schreibt. Schreibt an die EU-Parlamentarier, sagt denen eure Meinung, sagt denen, dass es so bleiben soll, wie es ist und nicht kaputt reguliert werden soll. Ganz, ganz wichtig. Ja? Und besonders wichtig finde ich, dass möglichst viele Leute, richtig, viele verschiedene Leute schreiben. Wenn es ja nur drei Hanseln sind, die ganzen Abgeordneten anschreiben, die kann man ignorieren. Aber wenn 50 oder 100 oder ein paar hundert Leute schreiben, das lässt sich nicht mehr so einfach ignorieren. Schätzungsweise sollen es ja 2 Millionen sein, die allein nur in Deutschland landen. Ja. Also bitte, macht was, echt. Das ist dringend Zeit. Und apropos Zeit, sorry, Tom, ich habe gar nicht gefragt, was der Chat sagt. Wir sind schon vor der Zeit. Ja, im Chat geht es um Nikotin, um reines Nikotin, das ich keinem empfehlen möchte, da das Zeug hochgefährlich, giftig, tödlich ist. Und ja, prinzipiell generelle Fragen sind im Chat keine aufgetaucht. Okay. Gut. Dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Sorry, es ist schwer hier, das in der Zeit reinzupressen. Ich möchte erstmal ganz schnell nochmal was auf Englisch sagen, ganz schnell. Some words in English. This is important. I wrote it down and I read it from my paper. We want to express our deepest gratitude to the Vapor Trail team for their permission to use the network and for their faith in us. We share the notion as many vapors as possible should speak and act with one voice against the EU regulation. We are all motivated by a common goal, so let's act together. Mit diesen Worten müssen wir uns jetzt schon verabschieden, weil wir schon über der Zeit sind. I'm sorry. Die nächsten Sendungen sind geplant. Irgendwas mit der IGED haben wir am Laufen, mit dem E-Zigarettenhandel. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einfach dabei seid. Ich frage nochmal ganz schnell Norbert und Thomas. Ein kurzes Verabschiedungswort vielleicht. Danke fürs Zuhören und schreibt. Schreibt die Abgeordneten an. Yeah. Write to your MEPs. Ja. Genau, das ist auch mein Schlusswort. Schreibt eure Abgeordneten an, mailt sie an, benutzt Abgeordnetenwatch oder herkömmliche, ganz normale Briefe. Hauptsache, die Politiker werden informiert über das, was da gerade aus unserer Sicht passiert. Okay, schönen Dank für die Teilnahme. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und würden uns auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Jetzt kommt mein letztes Wort, it's the keyword, this is the end of the show. Thanks a lot. Bye-bye.